Ben Affleck als Batman, das können sich nur wenige vorstellen. Wie sieht es denn mit den vergangenen Darstellern aus? Hier kommt meine persönliche Top 5. Auf Platz Nummer 5, lasst euch überraschen. Ja, eigentlich hätte ich ja lieber ein Fab Four gehabt, denn es gibt für mich persönlich keinen wirklich verdienten fünften Platz. You call me here for this? The bat signal is not a beeper. Val Kilmer, der 1995 in Batman Forever gespielt hat, hatte aufgrund des schlechten Skriptes leider keine Chance, obwohl er vom Gesicht und der Statur her ganz gut als Bruce Wayne funktionierte. Auch George Clooney hat einen ganz guten Bruce abgegeben, weil er dem Charakter eben seinen Clooney-Charme verliehen hat. Hat dir deine Mutter nie gesagt, dass man nicht mit Waffen spielen darf? Aber als Batman? Mm-mm. Und der Film Batman und Robin? Mm-mm. Ich meine, warum hat der Anzug Nippel? Bat-Nippel. Ich kann da von meiner Seite aus den beiden leider diesen fünften Platz nicht verleihen. Deswegen geht der fünfte Platz an meinen Lieblingshelden unter den Bauklötzen Lego Batman. Ich bin Superman. Er ist Batman. Sind das die Nachnamen? Nur jeweils ein Name. Wie Madonna. Auf Platz 4 Adam West. Adam West ist von allen Batman-Darstellern der mit dem höchsten Kultstatus. Ich sag nur das Bat-Anti-Haifisch-Spray und er ist wohl auch der vorbildlichste Autoparker aller Zeiten. Oh, ich steck besser 5 Cent in die Uhr. Kein Polizist verpasst dem Batmobil eine Anzeige. Egal, Robin. Diese paar Cent sind für den Bau besserer Straßen. Wir müssen alle dafür aufkommen. Weißt du, das ist Bürgerpflicht. Heilige Steuer, da hast du mal wieder recht, Batman. Adam West spielte den Comichelden hauptsächlich in der TV-Serie Batman von 1966 bis 1968 und jede Folge verschlang über $75.000. Die Serie wurde auf Anhieb ein Hit und blieb es bis zum Schluss. Irren ist menschlich, vergeben göttlich. Ob die Serie unterhaltsamer Trash ist oder wahre Filmkunst der 60er Jahre, darüber lässt sich streiten. Für mich ist Adam West auf jeden Fall ein unvergesslicher Batman, den ich nicht missen möchte. Und Junge, kann der tanzen. Und auf Platz Nummer 3, Kevin Conroy. Einer der besten, wenn nicht sogar die beste Superhelden-Animationsserie ist Batman The Animated Series. Batman und Bruce Wayne werden hier von Kevin Conroy gesprochen. Oder besser gesagt, Kevin Conroy ist DIE Batman-Stimme seit 1992. Well, you'll be happy to know I've drawn you a bath. Whenever you're ready. What's the deal, Alfred? I said I drew you a bath, sir. April Fools. Very funny, Alfred. I guess I'll just take a shower. Not a funny bone in his entire body. Conroy schafft es nur mit seiner Stimme Batman zum Leben zu erwecken und das so glaubhaft, dass ich als Fan seine Stimme immer mit Batman assoziieren werde. Neben der Batman-Serie hat Conroy die Fledermaus auch in Justice League und Justice League Unlimited gesprochen. Zusätzlich ist er die Stimme, die ihr in den Spielen Batman Arkham Asylum und Batman Arkham City hört. Es muss also nicht immer ein Schauspieler vor der Kamera gekürt werden, es darf auch mal ein Synchronsprecher sein. Deswegen geht der dritte Platz an Kevin Conroys grandioses Stimmorgan. Auf den zweiten Platz Michael Keaton. Michael Keaton war von 1989 bis 1992 der Batman-Darsteller für die Tim Burton-Filme Batman und Batman Returns. Keatons Art, Batman Leben einzuhauchen und Tim Burtons Regiekunst haben uns in den 90er Jahren nicht enttäuscht und wurde auch in 6 Kategorien für den Oscar nominiert und auch mit einem ausgezeichnet. Viele waren skeptisch, da Keaton eher durch ulkige Rollen bekannt geworden ist, wie Beetlejuice. Aber Tim Burton hat was in ihm gesehen und er hat recht behalten. So macht Keaton heute auch Ben Affleck Mut, bei dem die Fans ähnlich reagieren. Keaton war ein toller Batman, aber als Bruce Wayne, da hat ihm irgendwie etwas gefehlt. Das gewisse Etwas, das ein Emotionalkranker mit sich bringt, der sich gleichzeitig als leichtfüßiger Milliardärerbe tarnen muss. Und das gewisse Etwas, das hat Platz 1. Und auf Platz Nummer 1 hat es geschafft, Christian Bale. Bale ist
der dunkle Ritter und der Batman unserer heutigen Zeit. Er hat in gleich drei Batman-Filmen mitgespielt, in Batman Begins in 2005, in The Dark Knight in 2008 und in The Dark Knight Rises in 2012. Er ist dafür bekannt, dass er seine Rollen sehr ernst nimmt. Man erinnert sich an seinen Wutausbruch, bei dem er einen Kameramann angefahren hat, oder auch an seine extremen Gewichtszu- und Abnahmen, die er für manche Rollen in Kauf genommen hat. Und bei ihm geht irgendwie Genie und Wahnsinn Hand in Hand. Und diese Ernsthaftigkeit, gepaart mit seiner grandiosen Schauspielkunst, die merkt man auch in seinen Batman-Filmen. As a man, I'm flesh and blood, I can be ignored, I can be destroyed, but as a symbol. As a symbol, I can be incorruptible, I can be everlasting. What symbol? Something elemental, something terrifying. Ich finde, dass Christian Bale das Komplettpaket ist. Er ist für mich nicht nur ein guter Batman, sondern auch ein sehr charismatischer und überzeugender Bruce Wayne. Man spürt regelrecht den Zorn und die Verbitterung von Bruce und wie er sich für den Tod seiner Eltern die Schuld gibt. Dann die Transformation, wie Bruce die negativen Gefühle nimmt und sie sich in seiner harten Ausbildung zunutze macht bzw. sich ihnen stellt. Fazit: Bale macht einfach Lust auf noch mehr Batman-Filme.